dieser Film steht für gute Unterhaltung, für Qualitätsfilme wie zum Beispiel Weißensee oder Mutter muss weg, Film von Tanja. Die Firma gibt es jetzt seit 41 Jahren, wurde 1973 gegründet als persönlich haftende Einzelfirma und ist jetzt eine GmbH und Co. KG und hat eine geschäftsführende Gesellschafterin mit 60%, das ist die Tanja, und die anderen 40 habe ich. Ich finde einfach, es ist ganz toll, wenn man eine Vielfalt produzieren kann und nicht auf eine Schublade eingestellt ist, die bei Bedarf auf- und zugemacht wird, sondern wenn man seiner Kreativität folgen kann, Ideen haben kann, Stoffe entwickeln kann, und das machen wir. Die Frage, ob ich mit Regina zusammenarbeiten möchte, stand lange gar nicht an, weil wir uns da auch gar nicht so sicher waren, ob wir das wollten, oder wir haben das auch gar nicht so groß besprochen. Also ich habe immer mal mit Regina gearbeitet, frei. Das war eine gute Erfahrung, aber das war jetzt nicht zwingend mein Plan, in die Firma einzusteigen. Nachdem die Firma damals ja schon einen richtig guten Lauf hatte, auch mit internationalen Produktionen und Preisen, ob das die Retrospektive im MoMA war oder Oscar-Nominierung oder Goldene Löwe von Venedig, habe ich gedacht, irgendwann wird man ja mal 40 und dann wird man 50. Und als ich 50 geworden war, habe ich irgendwie gedacht, wäre doch schade, wenn die Firma nicht weitergeführt wird. Und dann habe ich zuerst natürlich Tanja gefragt, weil das war mir das Nächste. Und ich habe natürlich, als ich sie gefragt habe, auch gehofft, dass die Tanja ja sagt, wenn ich sage, willst du oder willst du nicht? Die Frage wurde gestellt und ich habe dann gesagt, lass es uns ausprobieren für ein Jahr. Und ich glaube, nach 2 Jahren haben wir dann einfach begriffen, dass wir nie wieder darüber nachgedacht haben, ob es funktioniert oder nicht, sondern es hat einfach funktioniert. Regina hat mich als gleichberechtigte Geschäftsführerin eingekauft. Ich glaube, das war auch ihr Trick sozusagen, dass sie gesagt hat, gleich dann mit mir alles in hundertprozentigem Risiko tragen. Ja. Und das war, glaube ich, einfach die richtige Entscheidung. Ich habe das erste halbe auch sehr schlecht geschlafen, kann ich nicht anders sagen. Also ich fand das viel Verantwortung und wollte dem ja auch gerecht werden. Aber auch da bin ich im wahrsten Sinne reingewachsen. Jeder macht seine eigenen Projekte, genau, was ganz keine, wunderbar ist. Keine Überschneidung. Ne? Jeder macht seine Filme. Ich bin eigentlich überaus froh und glücklich, dass wir heute hier zusammenstehen und eigentlich eine super tolle Kombo sind. Dass es einfach gut funktionieren kann. Wenn man sich Zeit nimmt, das gut vorbereitet und viel miteinander spricht, kann so eine Übergabe, ist es ja in unserem Sinne nicht. Also ich würde mich freuen, wenn Regina so lange als möglich in unserem Firmenmantel ihre Sachen macht. Für mich war es der richtige Zeitpunkt, weil früher wäre es nicht gegangen. Später hätte ich wahrscheinlich einen eigenen Mantel oder eine eigene Firma aufgebaut. Also, ja, du hattest ja mal eine. Ja, aber das war gerade so, also es war der richtige Zeitpunkt im wahrsten Sinne. Und ich denke, man sollte einfach auch weitergeben, dass das gemeinsam so Spaß machen kann. Und natürlich auch mit dem Wissen, dass Regina, weiß ich nicht, ob sie wirklich weniger machen wird, aber sich aus bestimmten Sachen auch rauszieht, die dann einfach von mir übernommen worden sind. Ja, na, das ist ja auch selbstverständlich, weil das wäre ja, würde ja sonst keinen Sinn machen. Will keinen Spaß machen. Nee. Positiv könnte ich da einfach nur den Rat aussprechen, für denjenigen, der vielleicht die Nachfolge antritt, ein Studium so zu absolvieren und so viel gearbeitet zu haben, dass man sich zutraut. Also ich war 33 damals. Ich glaube, 5 Jahre früher hätte ich das auch nicht gemacht. Und mit 33 habe ich gemerkt, ich fühle mich dem gewachsen und ich kann mir das auch gut mit meiner Mutter zusammen vorstellen. Also wir haben ja das Glück, dass die jungen Kollegen, die sich gründen, ganz oft bei uns anfragen und ihre Konzepte uns auch vorstellen. Also ich freue mich, wenn der Wunsch ist nach Austausch, und dafür stehen wir zur Verfügung. Und die Menschen, die uns anrufen, erreichen uns auch oder die uns schreiben. Und da gibt es auch einen Rücklauf. Das können wir noch zur Verfügung stellen. Wenn man so charmant gebeten wird, wie wir gebeten wurden, und das immer wieder, haben wir irgendwann gesagt, okay, machen wir das.